Moin Moin und hallo, willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute habe ich hier das Belkin Booster Wireless Charging Pad. Das heißt also, das ist eine Induktionsladeeinheit für euer iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X oder 10, wie man es halt sagen möchte. Ich denke mal, weil auch natürlich der Standard unterstützt wird, sollten auch andere Geräte dran laden können, die Induktionsladung-Funktion haben. Hier seht ihr es auch, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8. So, weiße Verpackung mit grünen, neongrünen Applikationen und hier sehen wir einen Griff. Und dies werden wir gleich rausziehen. Erlebe eine neue, einfache Art, dein iPhone zu laden. Finde ich geil. So, schauen wir mal. Wir ziehen mal hier dran und dann gucken wir uns mal an, was drin ist. So, die Verpackung ist hochwertig. Und hier ist das Gerät selber. Es hat eine Plastikabdeckung. Es ist irgendwie mit einer weiteren Abdeckung versehen, die wir mal entfernen hier. Ah ja, es ist eine Schale, eine Lagerschale, wie ihr seht. So, sehr cool. Und jetzt sehen wir hier das Gerät. Das ist einfach nur in schönen Weiß. In der Mitte steht Belkin. Und hier ist so ein Gummi eingearbeitet, der ein Anti-Rutsch sein soll. Wir probieren das mal direkt aus. Hier ist ein iPhone X. Und wir drehen jetzt. Wow, habt ihr gesehen? Ich konnte es wirklich weit drehen. Ja, und dann rutscht es erst runter. Das wird halten. Guck mal hier, ich wackel dran. Sehr gut. Also gut verarbeitet ist es schon mal. Belkin halt. So, da unten ist ein Loch. Das heißt, da kommt unser Strom gleich rein. Wir klappen das mal hoch und haben hier ein Netzteil. Hier ist das Netzteil mit dem besagten Stecker. Es gibt auch ein Gummi dabei. Der Gummi ist sogar mit dem Kabel verbunden. Auch eine gute Idee. Und jetzt, wie benutzen wir das? Wir werden es hier reinstecken. Wir haben hier so eine dreieckige Schwabbelung. Das heißt, wir werden das... Pass auf. So, hier ist das Dock. Hier ist die Nut. Und die Nut werden wir nach oben richten. So rum. Dann reinschieben und dann verbindet sich das zu einer Einheit. Jetzt seht ihr das. Sehr gut gewählt. Sehr sinnvoll. Gut, was haben wir noch drin? Kurzanleitung. Und... Bedienungsanleitung und so ein Zeug. Brauchen wir nicht. So, sehr schöne Box. Werden wir behalten. So, jetzt hier ist das Gerät selber. Hier ist das Netzsteckerchen. Das werden wir mal einstecken. Und dann schauen wir uns mal an, was damit so abgeht. So, Strom wird jetzt initialisiert. Ich stecke jetzt ein. Und wir sehen ein kurzes Aufblinken. Das war es auch schon. Jetzt ist es ruhig. Und jetzt werden wir einfach mal ein iPhone X draufstellen. Und wir sehen, es wird geladen. Voll unspektakulär. So einfach. Ich zoome mal was rein. So. Nochmal. Und drauf. Zack, wird geladen. Sehr schön. Und da oben seht ihr auch, dass das am Laden ist. Und wie gesagt, es ist sehr, es schwabbelt, es babbelt nicht rum. Es ist wirklich recht fest drauf. Und jetzt funktioniert immer wieder. Ja, funktioniert. Geiles Teil. Ohne, dass ich ein Stromkabel anschließen muss. Einfach mal gucken, was ist, wenn wir auf den Bauch legen. Dann passiert nichts. Okay, also ihr müsst schon die Rückseite drauflegen und es fängt an zu laden. Sehr cool, sehr easy zu laden mit diesem Gerät. Vor allen Dingen Induktion. Zack, ganz einfach. Super. Das ist wirklich eine Innovation, die doch mal überfällig war, Leute. Aber wirklich, Apple, das war überfällig. Das hättet ihr schon viel früher bringen können. Aber egal, jetzt haben wir es und jetzt benutzen wir es. Oh, was habe ich denn da unten gerade gesehen? Jetzt, guck mal. Da ist ein grüner Punkt. Das heißt also, wir sehen sogar eine Information an meinem Finger. Wenn es lädt, ist es grün am Leuchten. Wenn ich es runternehme, geht es aus.
Jetzt ist wieder grün am Leuchten. Super, also Funktion ist da und cooles Feature. Leider, was mich stört, ah ja gut, man könnte jetzt, wenn man das sich ins Schlafzimmer packt, dann kann man das ja so wählen, dass man sich immer angewöhnt, das iPhone so draufzulegen, dass es den grünen Punkt überdeckt und dann habt ihr dann auch eine gute Nacht, oder nicht? Man soll auch darauf laden können, das iPhone 8, das iPhone 8 Plus und ich weiß nicht genau, vielleicht auch die Apple Watch. Naja, wir haben jetzt leider keine Apple Watch, deshalb kann ich das nicht testen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich und gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. So und so.